24. November 2014 lud der Hauptverband der Sozialversicherungsträger gemeinsam mit den ÖBB zur Loktaufe am Bahnhof Wien-Praterstern ein. Das Design der neu gebrandeten E-Card Taurus-Lok wurde anlässlich des 10-jährigen Bestehens der E-Card von Gudrun Geiblinger entworfen. Neben ÖBB-Vorstand Christian Kern und SV-Vorstandsvorsitzenden Peter McDonald war auch Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser dabei, um den Feierlichkeiten beizuwohnen. Ich finde die neue Lok irrsinnig schön. Sie ist im Design wunderschön. Es ist ein Taurus, eine wirklich tolle Lok, so toll wie die E-Card. Die E-Card gibt es jetzt seit 10 Jahren. Es wird jetzt eine neue Generation an E-Cards kommen, die vom Material her anders sind, die in Österreich produziert sind, was schon was sehr, sehr Tolles ist und die den Menschen weiterhin das garantieren, was sie immer haben, nämlich einen sehr barrierefreien Zugang und sehr einfachen Zugang zum österreichischen Gesundheitswesen. Doch bevor die neue E-Card-Lok Österreich-Schienen erobern darf, muss sie sich noch dem Ritual Loktaufe unterziehen. Sabine Oberhauser und Peter McDonald hatten die Ehre und durften die Lok hochfeierlich einweihen. Doch wie kam es überhaupt zu der Kooperation zwischen Sozialversicherung und den ÖBB? Anlässlich des Jubiläums wurde angefragt, eine außergewöhnliche Werbeform zu finden. Und da ist uns einzig und allein die Taurus Lok mit 10.000 PS eingefallen. Und hinter mir steht sie, das Prachtstück. Schaut wirklich super geil aus, muss ich sagen. Das Motto der E-Card Taurus lautet modern, schnell, sicher. Dieses Motto soll die Möglichkeiten der Anwendungen der E-Card im österreichischen Gesundheitswesen widerspiegeln. Also seit 10 Jahren haben die Österreicherinnen und Österreicher die E-Card in ihrer Geldbörse, in ihrer Handtasche. Sie wurde 1 Milliarde Mal gesteckt beim Arzt und verwendet. Aber die E-Card ist nicht nur ein Werkzeug, sondern die E-Card ist auch ein Leuchtturmprojekt für die österreichische Sozialversicherung, denn sie zeigt ganz schön, in anderen Ländern braucht man die Kreditkarte, um in ein Spital zu kommen. In Österreich ist der Schlüssel zum Gesundheitswesen die E-Card. Als Schlüssel zum Gesundheitswesen dient sie also bereits. Doch kann sie dank der Kooperation in Zukunft auch das Zugticket ersetzen? Ein Ticket wird man trotzdem noch brauchen. Die E-Card dabei zu haben, ist natürlich trotzdem auch immer eine gute Idee, wenn man zum Arzt muss, wenn man verkühlt wird oder sonst etwas. Somit heißt es auch in Zukunft immer beides dabei haben. Die ÖBB gratulieren jedenfalls zum 10-jährigen Jubiläum und wünschen viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre.